Hallo YouTube, heute bin ich mal wieder für euch da. Ihr fragt schon die ganze Zeit, wann kommt das nächste Video, wann geht es mit dem Focus RS los? Das war jetzt schon mehrmals die Frage, obwohl wir, ihr hört es gerade, leider noch nicht ganz fit, obwohl ich zusammen mit dem Mario schon zwei Videos gemacht haben, dass es wohl Ende März wird, weil wir auf Teile warten, weil der Ladeluftkühler Lieferschwierigkeiten oder Lieferverzögerung hat, weil der für dieses Auto erst aktuell gerade auf den Markt gekommen ist oder kommt. Also wir haben da noch kein genaues Lieferdatum. Ja, es freut mich, dass ihr da so zahlreich hinterher seid. Es ehrt mich auch, dass es so gut anläuft. Wie schon gesagt, wir hatten jetzt leider ich war leider etwas erkrankt, bin immer noch nicht ganz fit, der Husten ging ja rum und deswegen kam jetzt auch auf Facebook, YouTube und Instagram gerade aktuell nicht viel, werde das natürlich wieder ändern. Wir haben das Projekt Focus RS, wir haben ein neues Projekt mit dem Audi S3 1.8 Turbo, das wurde auch schon angesprochen, da sind das Ziel über 500 PS. Wir haben den 435 noch zum Fertigmachen, der bekommt noch eine hauseigene Software von uns, weil er mit der JV4 jetzt doch gemerkt hat, dass es nicht ganz so ist, wie er sich das vorgestellt hatte. Und ja, es sind genügend Projekte da, allerdings ist es momentan so, dass mir die Gesundheit vorgeht. In dem Fall ist mein Sohn aktuell gerade auch krank, der Kleine ist 9 Monate. Und hat auch Fieber, Husten und so weiter und das müssen wir jetzt nicht riskieren. Jetzt kurieren wir uns voll aus und dann sind wir wieder voll für euch da. Und diesen Sommer wird sowieso deutlich mehr Videos geben wie aktuell. Ich meine, wir betreiben das jetzt erst seit knapp 2 Monaten. Hätte ich schon viel früher machen sollen, weil ich finde es einfach nach außen hin gut. Es bringt euch was, ihr lernt was. Ich kann euch ein bisschen was zeigen, ich kann euch auf dem Laufenden halten, was wir so machen. Wen es interessiert, der schaut es natürlich gerne an. Es gibt natürlich auch Leute, die interessiert es nicht. Die drücken halt oben rechts aufs X. Das ja, ist überall so. Es gibt Leute, die mögen Sachen, es gibt Leute, die mögen Sachen nicht. Für mich ist es ein kleiner Ausgleich zum Alltag und ich bin froh, dass ich es angefangen habe. Und ja, wir werden das weiterhin so machen. Auch immer zusammen mit dem Mario, mit den Schwabencheckern und mit Mario seiner neuen Firma K-Effect Performance. Und bis jetzt bin ich eigentlich top zufrieden. Es macht richtig Spaß und es nimmt gar nicht so viel Zeit weg, wie ich gedacht habe. Eigentlich dachte ich, es wäre zeitintensiver, aber keineswegs. Jetzt möchte ich euch da gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Allen, denen es so geht wie mir, dass sie nicht ganz gesund sind, wünsche ich eine gute Besserung. Und wir sehen uns dann wieder wie gewohnt, ich vermute mal nächste Woche, mit dem nächsten neuen Video. Bis dahin würde ich sagen, euer Kevin. Ciao.